Ein Stichwort leitet, finde ich, jetzt auch ganz schön über zu Frau Wiechert, und zwar der Verantwortungsgemeinschaft. Vielleicht geht es darum auch eigentlich, um die Verantwortung, die Menschen füreinander übernehmen in diesen neueren oder moderneren Familien. Und Frau Wiechert, Sie haben ja, da geht es ja jetzt in erster Linie gar nicht so sehr um Familie im Sinne von Kinder haben und Familie haben, sondern Sie haben ja eine Plattform gegründet, wo sich Menschen kennenlernen oder finden, die in einer Wahlverwandtschaftsbeziehung zueinander stehen möchten. Vielleicht können Sie ganz kurz einfach auch mal sagen, wie Sie darauf überhaupt gekommen sind, sowas zu gründen. Ja, wie so oft stand da das eigene Schicksal Pate. Ich habe meine leibliche Familie sehr früh verloren. Ich bin alleinerziehend bei meiner Mutter aufgewachsen, hatte eine Halbschwester und einen Vater natürlich, aber sonst keine lebenden Verwandten und habe alle drei bis zum Alter von 32 verloren und war dann ganz allein und fühlte mich dann auf einmal ja, wie entwurzelt, so mit dem Gefühl, da ist überhaupt niemand mehr, der bedingungslos für einen da ist, wenn man irgendwie in Not gerät. Also soziale, emotionale, finanzielle Not, also das ganze Notspektrum poppte da auf einmal auf und ich fand es nicht so angenehm. Und dann gab es einen Zufall, dass ich einige Jahre später, 2001, auf einer China-Reise zwei ältere Damen, zwei Kölnerinnen kennenlernte, zu denen sich sehr schnell eine sehr enge Beziehung entwickelte und die mich immer ihr Kind nannten und ich sie meine Mütter. Die beiden lebten in einer, waren glaube ich eine der ersten, die in Köln diese eingetragene Lebenspartnerschaft hatten, jetzt nicht unbedingt, also sie sind nicht lesbisch, aber sie hatten das Bedürfnis, sich gegenseitig abzusichern, weil die eine gute Rente hatte und die andere nicht. Und die haben dann sehr, sehr lange gebibbert, weil das dann durch 9-11 natürlich ewig lang nicht durchging. Und es ist die eine leider dieses Jahr verstorben, aber das war genau der Fall, dass die andere dann nicht aus der Eigentumswohnung raus wollte, weil dann die erbrechtlichen Situationen einfach so unangenehm gewesen wären. Ja, die beiden habe ich kennengelernt und es entspann sich einfach diese sehr enge Beziehung und sie haben mich dann nicht rechtlich adoptiert, ich war ja damals auch schon 36, aber sie waren eben meine Mütter und sie gaben mir das, was ich wahrscheinlich nie vorher in meinem Leben kennengelernt habe. Sie gaben mir so etwas wie familiäre Geborgenheit, Nähe, das Gefühl, bedingungslos akzeptiert zu werden. Natürlich auch solche rituellen Dinge wie gemeinsam Ostern und Weihnachten feiern, miteinander auch in Urlaub fahren, generationsübergreifend einfach Konflikte austragen, wobei sie immer sagten, dass es sehr, sehr vorteilhaft sei, die Pubertät nicht gemeinsam miteinander erlebt zu haben. Und es entwickelte sich einfach beidseitig so etwas, was man wirklich Liebe nennen kann und einfach dieses Bedingungslose. Also für mich war klar, wenn dieses Gesetz nicht durchgehen würde und die eine würde dann eben in finanzielle Not geraten, war für mich klar, ob jetzt verwandt oder nicht. Also ich bin für die da und unterstütze die finanziell und ideell. Und genauso rückte die eine irgendwann mal, weil sie die Schwiegertochter nicht mochte, kam sie mit so einem Kästchen Schmuck und sagte, Christine, guck doch mal, ist da irgendetwas, was du haben willst? Und ich wollte es dann gar nicht annehmen, weil eben gar nicht der Eindruck entstehen sollte, dass es in dieser Beziehung irgendwie um materielle Vorteile gehen würde. Aber das war der Auslöser und dass ich mir dann sehr schnell sagte, Mensch, ich habe jetzt so ein Glück gehabt und es gibt doch noch andere erwachsene Waisen, denen ein Puzzleteil fehlt, denen ein Papa fehlt, eine Mama fehlt oder Geschwister. Wie viele Einzelkinder gibt es? Und gut, ich hatte jetzt beides, also keine Geschwister und keine Eltern mehr und obwohl ich jetzt niemals irgendwie Depri in der Ecke gesessen hätte, merkte ich einfach, dass Freunde nur bis zum gewissen Teil einfach diese Bedingungslosigkeit darstellen könnten. Also ich dachte immer so oder hatte im Kopf als Ökonomin, ja, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und was ist denn, wenn man irgendwie mal in Not gerät und kann man denn dann Freunde so sehr stressen? Und da hatte ich eben bei den Müttern das Gefühl, wenn was ist oder wenn mich Sorgen plagen, ich kann damit zu ihnen kommen. Und hatte dann das Bedürfnis, einfach eine Plattform zu erstellen, um dem Zufall etwas nachzuhelfen. Weil ich weiß nicht, wie es Ihnen hier im Raum geht, ob einer von Ihnen oder eine von Ihnen so etwas hat, eine Nennmama oder Oma oder irgendeine Person, die Ihnen unheimlich nahe steht,
wo es aber einfach keine Blutsverwandtschaft gibt, aber wo Sie sagen würden, das ist eigentlich so eng oder sogar vielleicht enger als mit einigen meinen Blutsverwandten. Ich frage Sie jetzt einfach mal, vielleicht mag sich jemand kurz melden, falls es da jemand in Ihrem Leben gibt. Ich sehe so ganz zart ein paar Hände. Das ist nichts, weshalb man sich schämen muss. Also ich habe einfach gesehen, das gibt es schon bei einigen, diese Verbindungen, bloß das waren halt immer diese Zufälle und das Bedürfnis war, dem Zufall nachzuhelfen. Kann man das tatsächlich, frage ich jetzt so als Laien, ich habe das noch nie ausprobiert, aber kann ich diesem Zufall nachhelfen? Also kann ich wirklich sagen, ich möchte jetzt eine Oma finden und sage ich jetzt mal als Beispiel und melde mich an und dann funktioniert das? Also formulieren können Sie den Wunsch auf jeden Fall. Ob es dann klappt, ist eine andere Frage. Also da ist es wie bei der Partnerwahl eigentlich auch. Man muss also viele Frösche küssen, bis dann der Prinz dabei ist. Wir haben es schon erlebt, also wir sind ja nicht nur online, wo man sich, das ist ja alles ehrenamtlich und gemeinnützig, also es kostet alles gar nichts. Sie dürfen sich, wenn Sie jemanden kennen, der da Interesse hat, herzlich gern auf wahlverwandtschaften.org registrieren. Es ist nicht nur online, sondern wir haben gesehen, dass gerade bei Frauen und in der Generation 50 plus ein noch viel größeres Bedürfnis da ist, sich, ich sage jetzt mal, live 3D und in Farbe kennenzulernen, zu beschnuppern, als das jetzt so anonym übers Internet zu machen. Aber Sie können eben auch, wir haben derzeit 7 verschiedene Standorte, Berlin ist leider noch nicht dabei. Kann ja aber noch werden. Wir brauchen bloß 2 Ehrenamtliche, die das machen möchten. Da kann man sich bei Begegnungsveranstaltungen treffen und dann eben sehr informell einfach mal schauen, ob die Chemie stimmen könnte. Und dann ist es natürlich bei manchen ein längerer Prozess, bis es eben sehr eng wird. Wir hatten aber auch mal den Fall, ganz süß, da kamen 2, also nach der ersten Stunde und sagten, also vorher wollte ich nur sagen, es ist Liebe auf den ersten Blick, wir gehen jetzt in den Kaffee. Was dann daraus geworden ist, das kann ich Ihnen im Fall von diesen beiden Frauen nicht sagen, aber die waren sich zumindest von Anfang an sehr sympathisch und haben dann ihre Freundschaft im Weiteren exploriert. Also klappen kann das schon. Und Stichwort Frauen, wer macht denn mit? Oder haben Sie so einen Überblick über die Nutzer oder die Mitglieder? Wir haben einen sehr genauen Überblick. Wir können natürlich davon mal ausgehen, dass da niemand was faked, was man natürlich nie ganz ausschließen kann. Aber man legt für sich ja ein Profil an, also wie alt man ist, welches Geschlecht man hat, was man sucht, welche Rolle man geben möchte und welche man sucht. Man kann alles Mögliche suchen. Und in puncto Geschlecht ist es so, dass hier die Verteilung im Raum wirklich gar nicht so schlecht ist. Also wir wären ganz happy, wenn wir so viele Männer hätten. Wir haben effektiv in unserer Community 84% Frauen. Und das ist schon insbesondere deshalb für uns nicht befriedigend, weil wir haben gerade eine deutschlandweit repräsentative Studie über Einsamkeit durchgeführt. Und haben festgestellt, etwas überraschend festgestellt, dass die Männer das einsamere Geschlecht sind. Und wir haben natürlich den speziellen Fokus Familie auch gehabt, aber auch noch andere Themen und haben schon herausgefunden, dass da schlechte Beziehungen zur Familie oder eben verstorbene Familie oder weit weg lebende Familie eine ganz große Ursache auch von einem empfundenen Mangel beziehungsweise dieser Einsamkeit ist. Und von daher würden wir uns wünschen, dass noch mehr Männer sich bei uns registrieren oder zu uns kommen. Aber die kommen dann oft und verwechseln das vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Partnerwahl und screenen dann so im Raum, was hat's denn da alles? Und wenn dann niemand dabei ist, sind sie vielleicht auch wieder weg. Aber haben Sie eine Erklärung sozusagen? Das ist ja dann ein Widerspruch letzten Endes, so ein bisschen oder zumindest. Ja, auf den ersten Blick ist es ein Widerspruch, auf den zweiten Blick konnten wir das gerade mit dieser Studie ganz gut erklären. Also wenn sich jemand alleine fühlt oder negativ konnotiert, dann eben einsam, was im Übrigen sehr gut auch in der Partnerschaft leider passieren kann, also es sind nicht nur die Alleinstehenden, da haben Männer und Frauen völlig unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Und zwar haben Frauen einmal mehr Bewältigungsstrategien, die sie ergreifen, von der Baldrianpille bis hin in irgendeinem Verein sich engagieren. Aber nicht nur das, die Bewältigungsstrategien sind viel außengerichteter.
Also die suchen immer den Kontakt mit anderen Menschen, die gehen raus, die betätigen sich ehrenamtlich, die rufen eine Freundin an, die treiben Sport irgendwo in einem Verein. Während Männer, das ist jetzt etwas überspitzt dargestellt, aber wir haben das empirisch, wie gesagt, repräsentativ auch verankert, sehr viel mehr innengerichtete Bewältigungsstrategien suchen. Also die lesen, die schauen mehr fern, die hören Musik, das machen Frauen alles auch, aber etwas weniger und gehen weniger raus. Und gut, es gibt auch das Thema, dass sie etwas verstärkt dann sage ich mal, im Alkohol den Rat suchen. Das ist jetzt alles auf einer niedrigen Basis. Also nicht, dass Sie jetzt den Eindruck haben, Männer trinken ihre Probleme weg, das nicht, aber doch mit einem signifikanten Unterschied zu Frauen. Ja, und von daher trauen die sich vielleicht gar nicht, sehen das vielleicht, das Thema, mir fehlt da was, als Stigma an und erscheinen dann gar nicht. Oder wie sehen Sie das? Also wenn ich Sie jetzt einfach mal die Herren hier in der Runde direkt ansprechen darf, was ist, vielleicht kennen Sie jemand, dem Familie fehlt oder der sich einsam vielleicht fühlt? Vielleicht warten wir, vielleicht diskutieren okay. Wir gleich im Anschluss. Genau. Ich hätte noch gerne eine Frage, Nachfrage bei Ihnen und dann können wir gerne die Runde auch öffnen. Und zwar hatten Sie ja, das fand ich ja sehr, sehr interessant, dass die beiden ihre Mütter ja dann den Weg gewählt haben, diese Lebenspartnerschaft eintragen zu lassen. Das heißt ja im Grunde, man behilft sich mit Tricks, ja, weil es natürlich keine rechtlichen Formen gibt, diese Verwandtschaft deutlich zu machen so, oder kenntlich zu machen. Haben Sie sowas öfter erlebt? Und wenn ja, was? Also worauf greifen die Wahlverwandten zurück, wenn sie dann zum Beispiel jetzt eben die Wahlmama im Krankenhaus besuchen wollen? Oder sagen, ist so ein Beispiel, das Sie jetzt erzählt haben, schon eher selten? Also ich habe jetzt noch kein weiteres gehört, aber ich weiß, dass eben da schon auch die Sorge dahinter steht. Und von daher würde ich mir dann schon auch irgendwann mal eine rechtliche Anerkennung seitens des Gesetzes wünschen. Was ist denn, wenn man sich gegenseitig pflegt oder eben im Krankenhaus besuchen möchte und man kriegt ja überhaupt keine Auskunft, was mit dem anderen ist? Nicht wahr? Und dafür braucht es eben diese eingetragene Lebenspartnerschaft oder eben eine Ehe und ansonsten kriegt man gar nicht mit und kann überhaupt nicht für den anderen im Zweifelsfall entscheiden. Also, aber sonst von anderen Tricks habe ich jetzt noch nicht. Es gibt noch den einen, die Patientenvollmacht. Patientenvollmacht, ja. Aber trotzdem, also auch wenn der andere jetzt noch ansprechbar ist, ja, dann muss man eben extra immer hingehen und dann von der Schweigepflicht entbinden, oder das ist alles mühsam. Von daher, nee, aber sonst von irgendwelchen Tricks, die angewendet werden, habe ich noch nicht gehört. Es ist auch, also uns begegnet man eigentlich mittlerweile sehr offen. Also wir stehen jetzt auch unter der Schirmherrschaft des Familienministeriums. Das ist aber neu, also das wurde vor einigen Jahren noch abgelehnt. Aber ich denke, da hat man sich jetzt geöffnet und hat eben auch gesehen, es besteht ganz offenbar ein Bedarf. Aber es gibt ganz klar auch viele Menschen, die in glücklichen familiären Beziehungen leben oder die eine sehr große Familie haben, die jetzt den Bedarf überhaupt nicht sehen und sagen, also keine Ahnung, was ihr da macht, macht ihr mal, aber für mich wäre das nichts. Ich habe gerade Familie genug. Die das eher befremdlich finden und die dann auch sagen, wie jetzt eine Wahlmama, also meine Mutter kann doch niemand ersetzen. Also diese Stimmen gibt es natürlich auch, die da schon sehr stark noch zwischen Blut und Wahl und Verwandtschaft Wahl differenzieren. Okay, also wir sehen, es gibt mehr Baustellen als, als wir uns vielleicht gedacht haben, ich weiß es nicht. Oder ich frage mich dann immer, wie man die alle abarbeiten möchte. Aber dazu muss dann unser Politiker auf dem Podium antworten gleich. Mich würde wegen Wahlverwandtschaften tatsächlich nochmal interessieren, warum Sie so deutlich differieren zwischen Freundschaften und Verwandtschaften. Die Verbindlichkeit, hatte ich gehört, war das entscheidende Moment. Ich würde aber glauben, dass es auch Freundschaften gibt, die dermaßen verbindlich sind und definitiv auch finanziell füreinander einstehen. Aber ich wollte fragen, wie Sie da hinkommen und warum dann dieses Verwandtschaftsmoment ist und wie die Erfahrungen sind bei Ihnen, ob die Menschen, die sich dann treffen, wenn Sie gesagt haben, das war direkt eine erste Liebe sozusagen, ob das dann eher Freundschaften verstanden wird oder als Verwandtschaften verstanden wird. Ja, sehr guter Punkt. Also wir werden häufig gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Freundschaft und Wahlverwandtschaft? Und ich sehe es so, dass im Extremfall eine Art Busenfreundin, die man hat, auch quasi eine Wahlverwandte ist.
Wir haben in der Tat den Anspruch, der nicht immer gelebt wird, um das gleich vorwegzugreifen. Wir haben einen hohen Anspruch an Verbindlichkeit, also auch eine langfristige Tragfähigkeit und auch an die Breite der Beziehung, die Breite der Freundschaft, die ausgelebt wird. Also sicher hat jeder von uns auch mal eine Freundin oder einen Freund, der für verschiedene Lebensbereiche ganz toll ist, aber für andere nicht. Also mit jemand sportelt man und geht miteinander Kaffee trinken über Männer, klönen, aber die Politik spart man aus. Oder irgendwelche Krankheitssorgen spart man aus. Und das ist ja völlig in Ordnung, denke ich, für so eine Freundschaft oder auch eine Freundschaft, die vielleicht einige Jahre hält. Aber da hat eben die Wahlverwandtschaft den Anspruch, wesentlich breiter veranlagt zu sein, nämlich wirklich alle Lebensbereiche zu umfassen und eben langfristig zu sein. Wobei ja auch die Ehen heute nicht mehr so ewig lange halten und die Ehe zwischen Mann und Frau oder homosexuell ist ja eigentlich die Urform einer Wahlverwandtschaft. Die sind ja nicht blutsverwandt, die sind ja wahlverwandt. Die nehmen den gleichen Namen an oder nicht. Die gehen einen rechtlichen Bund ein, aber es ist ja frei gewählt. Von daher ist eigentlich Wahlverwandtschaft gar nichts Neues. Um jetzt mal Ihre zweite Frage zu beantworten, wie sieht es denn aus? Ist das denn immer so innig, wie es jetzt unser Anspruch ist? Ist es nicht. Und das ist etwas, was durchaus eine ganz große Herausforderung für uns ist, was wir immer intern auch diskutieren. Also es gibt den Extremfall, dass sich jemand auf der Plattform registriert und dann wartet, dass er gejagt wird, wie so auf so einem Liebesportal, wo ich sage, Leute, ihr werdet nicht gejagt, ihr müsst selber aktiv werden. Ja, das ist nicht irgendwie, wie wir Frauen das gewohnt sind, wir stellen uns da ein mit einem schönen Bildchen und dann gibt es einen Haufen Männer, die uns anschreiben. Das passiert so nicht. Also wenn ich einen Wahlverwandten möchte, muss ich mich selber engagieren. Und wenn es dann innerhalb von 2 Tagen nicht passiert, dann so im Sinne der amerikanischen Instant Gratification, oh, ist ja nichts los, dann bin ich wieder weg. Oder es kommt jemand zu einer Begegnungsveranstaltung und sagt, ich möchte jetzt eine Schwester finden. Also die meisten suchen im Übrigen Geschwister, gar nicht das generationsübergreifende, womit wir angetreten sind aufgrund meiner eigenen Geschichte. Aber 74% der Fälle sucht jemand ein Schwesterchen oder ein Brüderchen. Meistens sucht eine Frau eine Schwester, was dann wieder ihre These nährt. Das ist eigentlich viel näher dran an einer Freundschaft. Ja, und dann finden die eben keine Schwester und dann sind sie wieder weg. Das sind jetzt so extreme Beispiele, wo wir sagen, die haben eigentlich bei Wahlverwandtschaften nichts verloren, wenngleich es natürlich erlaubt ist, einfach zu kommen und mal zu schnuppern und mal zu schauen. Aber wir möchten eigentlich, dass es was Verbindliches ist und was Langes. Und von daher ist der Prozess ja eigentlich, dass aus einer Bekanntschaft eine Freundschaft, dann so eine Art Busenfreundschaft oder Wahlverwandtschaft entsteht. Wir haben Fälle, wo das passiert ist, aber wir haben auch Fälle, wo man ja, wie bei einer Freundschaft, eine sehr gute Zeit miteinander hatte und dann auch mal miteinander in Urlaub gefahren ist, also sehr eng miteinander war und wo sich dann nach 9 Monaten oder so gezeigt hat, zieht vielleicht jemand weg, das ist dann so der erste Test, bleibt dann die Verbindung noch und dann kommen Hürden dazu und dann war es eben doch nicht so eng. Also eine richtige Langzeitstudie kann ich Ihnen natürlich noch nicht präsentieren, weil es uns erst seit 2009 gibt. Aber wir wissen eben von beiden Fällen. Und von daher ist leider ein Gap zu sehen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, aber wir arbeiten dran.